Ich darf Sie auf das Allerherzlichste begrüßen. Wieder einmal, Herr Heferlkuck, und wieder einmal darf ich dabei sein. Ich muss Ihnen gleich zu Anfang der Sendung sagen, heute für mich eine kleine Premiere. Ich darf einmal eine Mehlspeise machen, das war bis jetzt noch nie da. Und zwar eine Altwiener Mehlspeise, Rammdalken, die wir mit verschiedenen Marmeladen zusammensetzen. Aber zuerst einmal, bis es zum Zusammensetzen geht, brauchen wir einen Teig und das möchte ich Ihnen zeigen. Ich habe hier 200 Gramm Mehl, das geht sich ungefähr für 4 Portionen aus. Da kommt dazu ein Viertel Liter Rahm. So. Spachtel nehme ich mit, brauche ich noch einmal. 4 Eidotter. Ein Esslöffel Rum. Der Rum ist von größter Notwendigkeit, denn erst einmal gibt er Geschmack und der zweite Vorteil ist, das Fett dringt nicht so sehr beim Backen ein. Einen anständigen Löffel Rum dazu, ein bisschen Salz, eine Prise. Meine Damen und Herren, jede Mehlspeise gehört ein bisschen gesalzen. Ich für meine Person vergleiche das immer mit der Ehe oder mit der Liebe. Es kann nicht alles nur süß sein. Muss am Anfang mal ein bisschen eine Prise Salz dabei sein. Und jetzt rühren wir das zu einem glatten Teig. Sie werden sehen, das ist gar keine Hexerei. Ich meine, überhaupt die ganzen Rahmteig, nicht nur das Teig rühren. Und es schaut dann doch verhältnismäßig viel dabei heraus. Noch einmal, Mehl, Rahm, Rum, Salz, glatt rühren. Der Zucker, der in die Masse kommt, den geben wir dann in den Schnee hinein. Denn durch den Zucker kriegt der Schnee mehr Halt und mehr Festigkeit und lässt sich dann natürlich besser in die Grundmasse einziehen. Sonst ist schon fertig. Nicht zu viel rühren, damit der Teig nicht zu zäh wird. Und jetzt können wir schon Schnee schlagen. Ich habe hier, der ja schon vor der Sendung geklärt, abgeklärt und werde jetzt mit der Hand Schnee schlagen nach den Gängen des Radetzky-Marsches. Aber ich hoffe, ich komme nicht so sehr außer Atem und kann nachher auch noch irgendwas erzählen. Ich habe ein bisschen abgewogen. Vor allem, wenn ich das zu Hause mache. Was ist denn gescheiter? Man wascht die Rührmaschine oder man schlagt es einfach mit der Hand. Bin ich zum Handschlagen gekommen. Sie wissen, wie das in so einem Junggesellendasein ist. Wie wenig man Schirm hat, umso gescheiter ist es. So, der Schnee ist steif geschlagen. Und jetzt geben wir Zucker und Vanillezucker dazu. Und jetzt wird ausgeschlagen. Und zwar so lange, bis der Zucker sich vollkommen aufgelöst hat. Und dann ist der Schnee auch steif genug. Sie sehen, das geht relativ einfach. Ein bisschen geübt habe ich schon, das gebe ich zu. Konditionstraining war das. Denn im Geschäft tue ich mich ja leichter, nicht? Da sage ich halt zu irgendeinem Lehrling, komm her, mein Sohn, du musst das lernen, du kannst das sowieso nicht. Und lass ihm das machen, sagt er nur zu wenig. Aber jetzt hilft mir kein Mensch, ich stehe ganz alleine da und muss Schnee schlagen. Es gibt auch eine ganz berühmte Probe, bitte mit dem Umdrehen, von der nehme ich Abstand. Das zeige ich nicht. Meine Damen und Herren, ganz wenig Schnee zuerst in die Masse, damit sie gelockert wird. Denn würden wir von Haus aus allen Schnee gleich reingeben, dann würden wir zu sehr zusammenrühren. Es würde nicht locker genug sein. Sie sehen, jetzt wird schon leichter. Geben wir wieder einen Teil dazu. Bin so stolz auf mich, der Schnee ist so schön. Und wieder vorsichtig unterheben. Und der letzte Teil. So. Gut ausputzen, damit nicht die Verschwendungssucht um sich greift. Wieder locker unter die Grundmasse heben. Das ist die ganze Kunst. Sehen Sie? Goldgelb. Goldgelb. Es ist kein Schwarzäugelein dabei. Kochgott war mir gnädig bis jetzt.
Und jetzt zum Auspacken wieder ganz kurz ins Rohr. So. Meine Damen und Herren, unsere herrlichen Wiener Mehlspeisen. Das ist ein bisschen blass, muss ich sagen. Und eines davon sind eben diese Rahmdalken. Ein bisschen in Vergessenheit geraten. Warum? Mein Gott, man weiß es nicht. Man hat immer so ein bisschen Angst. Man sagt, wird man dick und was ich was. Aber ein bisschen naschen, das muss man einem schon lassen. Denn alles, was verboten ist, ist nur noch mal ein bisschen schöner. Und daher auch manches Mal der Wiener Mehlspeise. Wissen Sie, die Generation, die jetzt so ganz die Jungen sind, die können sich darauf ja nicht mehr erinnern. Aber ich, bei uns hat es das als Kind noch zu Hause gegeben. Einmal in der Woche war ein Mehlspeisetag, da hat es eine kräftige Suppe gegeben und dann eben so eine gute Wiener Mehlspeise. Und daher war auch die Idee wieder, das heute für Sie und mit Ihnen zu machen. Hier beginnen wir jetzt mit dem Füllen. Und zwar zwei fülle ich mit Marillenmarmelade. Vier mit Bovil, Sie werden wissen warum. So. Und zwei mit Riesel-Marmelade. Eine andere Möglichkeit haben wir ja keine mehr. Und jetzt setzen wir die anderen Talken da drauf. So. Sind schön saftig. Und Sie werden sehen, wenn Sie es wirklich nachmachen, die schmecken wirklich gut. Ganz locker, flaumig. Eines haben Sie schon bitte, Sie müssen jetzt relativ rasch gegessen werden. Man kann Sie jetzt nicht stehen lassen und kann sagen, na wisst ihr was, essen wir es in einer halben Stunde. Sondern, wann Sie fertig sind bitte, dann muss man schon zu Tisch und Sie müssen gegessen werden. Staubzucker drüber. Und wir können sie zu Tisch bringen. So. Ich richte jetzt noch das Apfelkompott an und dann ist das schon fertig. Meine Damen und Herren, einmal ein Wiener Mehlspeis. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen.